Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes. In dieser Episode reisen wir nach Dathomir. Dort sind die Schwestern der Nacht in der galaktischen Herausforderung, die aktuell ansteht. Und dabei gibt es Boni für Sith, einer meiner Lieblingsboni, Freunde. Also starten wir nach dem Intro. So, wir betreten Dathomir und gehen gleich mal in die letzten Abschnitte. Unsere Sith sind ja sehr gut ausgebaut. Unser Ziel ist es hier, den Kampf abzuschließen, ohne Einheiten zu verlieren. Außerdem 30 Mal Schaden verursachen mit Schaden über Zeit. Und den Kampf abschließen mit einem vollen Team aus Sith-Einheiten. Genau das werden wir tun, Freunde. Also gehen wir ganz kurz hier auf Kampf und wählen dann hier unsere Sith aus. Ich würde mal sagen, wir gehen doch erstmal hier auf Sith. Jedi, Rebellen, Sith, so. Und wir wählen, wir wählen natürlich erstmal Palpatine aus und dann Vader, ist ja klar, ne, für Schaden über Zeit und so weiter. Dann wählen wir auf jeden Fall Malak, sie würde ich sagen, wählen wir ebenfalls aus. Die gute Bastila Shan, das kann ja nur helfen. Und zu guter Letzt würde ich mal sagen, wir könnten noch Treya eigentlich mitnehmen, theoretisch. Ich weiß nicht, ob die einen Zombie haben, der irgendwas bringt, oder nehmen wir Doku mit, oder wisst ihr was, wir nehmen einfach Revan mit, Revan. So. Wir wollen ja hier durchfegen, ne? Okay, die Schwester machen gleich mal... Oh, Mist. Das war ziemlich übel hier, dieser Schaden. Okay, machen wir erstmal hier Schaden auf alle. Sehr gut. So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, Malak macht mal ganz kurz hier Provozieren weg von dem Zombie. Und dann ist Vader dran. Mist, der kriegt mir zu viel Damage hier. Machen wir erstmal... Boom, Schaden über Zeit. Wunderbar, sind noch komplett geheilt. Schaden über Zeit gemacht. Jetzt machen wir das hier. Sehr gut. Und können dann jeden einmal angreifen. Also greifen wir erstmal Talzin an. Darker greifen wir ebenfalls an. Hier, super, die wurde Fähigkeiten blockiert. Sie greifen wir an. Sehr schön. Machen wieder Schaden über Zeit hier. Boom, wunderbar. Und dann greifen wir, ich würde mal sagen, den Geist hier an. Sehr schön. Und dann würde ich versuchen, Darker auszulöschen. Ah, schade, das hat natürlich nicht gereicht hier, ne? Machen wir das hier. Boom, sehr schön. Viele Debuffs auf alle Gegner. Und blitzen alle mal. Oh, sehr, sehr viele betäubt. Das ist toll. Talzin greifen wir an. Hier ebenfalls nochmal ein Angriff auf Talzin. Furcht und auch sie hat ihre Zugleiste verloren. Superklasse. Ich versuche den nämlich hier Zugleisten zu nehmen, indem ich sie angreife, während sie Furcht haben. Wisst ihr? So. Wir greifen einen von diesen schockierten Gegnern an, damit wir Flächenschaden machen. Talzin wird nochmal angegriffen. Sie wurde wiederbelebt. Das ist in Ordnung. Wir greifen mal ganz kurz sie hier ebenfalls an. Dann blitzen wir alle. Und nochmal auf sie. Sehr gut. Gibt es irgendwen, den ich noch angreifen kann? Siehe vielleicht. Superklasse. So, Vader ist nochmal dran mit Schaden über Zeit. Hier, boom, wunderbar. Wir stapeln den Schaden über Zeit. Dann gehen wir nochmal hier Berserk-Modus. Greifen jeden einmal an. Sie zuerst. Super, dann sie. Perfekt. Den Geist können wir auch gleich nochmal angreifen. Wunderbar. So, Schaden über Zeit auf alle. Sehr gut. Schmeißt nochmal hier auf Darker. Darker wurde einmal besiegt. Superklasse. Also das mit der Schaden über Zeit... mit dem Schaden über Zeit sollte mittlerweile eigentlich geklärt sein. Wir könnten auch gleich mal hier den Zombie angreifen. Blitzen doch mal alle. Superklasse. Alle wurden betäubt bis auf der Zombie. Das ist sehr, sehr schön. Und die gute Asajj ist einmal gestorben. Jetzt kümmern wir uns darum, Darker zu killen. Furcht haben wir ebenfalls gemacht. Superklasse. Hier nochmal ganz viele Debuffs auf alle. Greifen irgendjemand an, der geschockt ist. Zum Beispiel... Nein, Moment. Noch nicht. Machen wir später. So, Zombie greift an, das ist in Ordnung. Blitz auf Darker. Darker ist erledigt. Jetzt blitzen wir alle. Sehr schön. Greifen hier sie an. Nochmal Darker. Komm schon. Superklasse. Alle schockieren. Sehr schön. Und zu guter Letzt den Geist. Nur noch der Zombie steht. Und da machen wir nochmal Schaden über Zeit drauf. Nur um sicher zu gehen. So. Ah, hier, ich liebe es einfach, ne, mit den Sith. Das macht so viel Spaß. Sith sind einfach am coolsten. Mit Abstand. Also Sith machen definitiv mit Abstand am meisten Spaß. Wir sollten alles gekriegt haben hier, denke ich mal. Gehen wir auf weiter. Gucken gleich mal.
Ja, ne? 18 von 18, maximale Belohnung. So einfach kann's sein, Freunde. So schnell kann's gehen. So, also die Besonderheit hier ist ja dunkle Magie. Alle 10 Runden werden alle besiegten Charaktere mit 50% Gesundheit wiederbelebt. Das gilt für alle, das ist global. Finde ich irgendwie ziemlich witzig. Also es würde auch für unsere Charaktere gelten. Und deswegen kam natürlich die Schwester in der Nacht immer wieder. Selbst wenn keine passiven Fähigkeiten aktiv waren. Dann gibt's hier noch düstere Machenschaften. Wird ein Sith-Verbündeter besiegt, erhalten alle Sith-Verbündete bis zum Ende des Kampfes 50% Maximalgesundheit und Angriff. Ferner erhalten sie 50% Zugleiste, regenerieren 50% Gesundheit. Besiegt ein Sith-Verbündeter einen Gegner, erhält er dunkle Aufstieg, stapelbar, der nicht kopiert, entfernt oder verhindert werden kann. Dunkler Aufstieg, erlittener Schaden wird um 15% gesenkt, verursachter Schaden um 30% erhöht. Das ist eigentlich ziemlich cool, aber wir wollten ja den Erfolg hier kriegen, schließe den Kampf ab, ohne Einheiten zu verlieren. Deswegen habe ich natürlich nicht darauf gepokert. Wir mussten aber aufpassen, denn die Gegner haben das hier, grenzenlose Magie. Wird ein Verbündeter wiederbelebt, erhalten alle anderen Schwestern der Nacht Verbündete Sekret, stapelbar, das nicht kopiert, entfernt oder verhindert werden kann. Sekret bedeutet hier, ich kann noch nicht weiter scrollen, plus 5% Maximalgesundheit, Maximalschutz, Angriff und Tempo. Also die werden immer stärker, je öfter sie sterben, und die sterben natürlich einige Male und kommen auch einige Male wieder. Einige von euch haben mir gesagt, ich sollte mir diese Dinger hier immer vorher mal durchlesen. Und ich habe mir die natürlich vorher durchgelesen, dass ich wusste, was mich erwartet, habe den Kampf zuerst gezeigt und zeige jetzt eben dann das hier im Nachhinein. Vielleicht zeige ich das nächste Mal vorher, mal gucken, wie ich das dann zukünftig mache. Ist auf jeden Fall wichtig, dass man die Dinger vorher liest, dass man weiß, was einen erwartet. Und die maximale Belohnung ist halt das hier, verschiedene Ausrüstungskisten, Splitter, die ich nicht mehr unbedingt brauchen kann, aber alles andere, was hier, ne, Gegenstände sind, um auszurüsten und natürlich zum Slicen der Charaktere, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also freue ich mich immer riesig über diese Belohnungen, über diese galaktischen Herausforderungen. Vor allem, wenn wir sie auch so leicht schaffen können wie mit den Sith. Es wird Herausforderungen geben in der Zukunft, die ich nicht komplett schaffen kann. Ich werde die trotzdem zeigen, denn das Ganze hier ist ja ein Let's Play, also eine Serie aus Lasst uns spielen, und dabei lernen wir machen gemeinsam Fehler, aber werden auch gemeinsam besser. Und das heißt, wenn ich mal eine Herausforderung nicht schaffe, eine galaktische Herausforderung, und ich habe sie trotzdem gezeigt, dann werde ich zukünftig die wieder zeigen. Und dann werden wir bestimmt in der Lage sein, die zu schaffen, wenn die dann das nächste Mal wieder auftaucht. Denn die Planeten, die hier sind, und die Gegner und die Boni, die es gibt, die variieren ja ständig, ne? Das ist ja immer wieder eine andere Zusammenstellung, was ich sehr, sehr, sehr cool finde. Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was Interessantes, was ich zeigen kann? Andere Dinger zeige ich vielleicht ein anderes Mal, andere Events. Und Moment, ich kann vielleicht gerade noch, wenn wir dabei sind, hier reingehen, das Ding hier machen. Guck mal, wollen wir die alle mal mitnehmen? Sie als Anführer, Kira als Anführer, die alle. Der kann raus eigentlich. Können wir die mal, Moment. Kira wollen wir gar nicht mitnehmen. Eigentlich schafft das Enfys Nest alleine. Wir nehmen mal die Charaktere mit und gehen mal da rein. Wenn das schon da ist. So, ich muss Leute mitnehmen, ne? Na gut, dann nehmen wir die anderen noch mit. Die zwei hier. So. Machen wir den Event gerade noch nebenbei. Noch ein bisschen Bonus-Action, Freunde. Kann ich hier irgendjemanden, jede vielleicht betäuben? So, sehr gut. Dass der Tank schneller down geht. Und da würde ich mal sagen, greifen wir alle an mit Enfys Nest. Sehr gut. Wir müssen den wieder angreifen. Machen wir erstmal das hier. Jubeln ein bisschen, um uns zu verstärken. Genau, Chewbacca regelt das Ganze hier schon. Zack, sehr gut. Und komm, wir geben das mal hier ihm. Wunderbar. So, der Angriff geht auf ihn. Dann machen wir Distanztruppler platt. Und hier greifen wir ganz normal an. Das geht ja auch im Automodus eigentlich, ne? Aber man kriegt eben interessante Gegenstände. So, Distanztruppler betäuben wir. Wunderbar, der ist auch gleich down. Sehr schön. Die Gegner, die halt am stärksten sind, ne? Die halt am meisten Schaden verursachen. So, hier Schaden. Und den greifen wir ebenfalls an. Ich mag diesen Lando. Ich finde den Lando richtig, richtig cool. Wie gesagt, Lando Calrissian ist ja einer meiner größten Lieblingscharaktere, wenn nicht sogar mein Lieblingscharakter von den Nicht-Machtnutzern. Ne? Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Er ist für mich der Original-Schurke, der richtige Schurke. Denn im Gegensatz zu Han Solo hat er tatsächlich die Gruppe mehr oder weniger verkauft. Oder es so aussehen lassen, als hätte er sie verkauft. Wisst ihr, was ich meine? So. Okay, wir greifen erstmal ihn hier an. Sehr schön. Machen dann Schaden auf alle, um denen ihre Buffs zu nehmen. Ich würde eigentlich gern die Todestruppler zuerst killen hier. Damit wir nicht unnötig Einheiten verlieren, verstärken wir uns mehr komplett. Geben das mal, das Ding hier mal Han Solo. So, damit er ein bisschen schneller wird und mehr Damage machen kann.
Enters Nest hat... Ah, Mist, wir haben jemanden verloren, okay. Aber es ist nicht weiter schlimm, ne, im Endeffekt. So, es geht eigentlich darum, die jetzt erst auszuschalten. Es ist halt so schwierig, an den Tanks vorbeizukommen. Okay, machen wir den hier platt. Superklasse. Dann den nächsten. Wir machen hier Schaden auf alle. Sehr schön. Alle sind verwirrt. Und pusten den hier weg. Superklasse. Dann den da. Sehr schön. Ist ja eigentlich nur eine Frage dessen, wie stark die Charaktere ausgerüstet sind und so weiter, ne? Also nicht wirklich schwer, das Ganze hier. So. Ich habe das hier noch nie gemacht, tatsächlich. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Und da ich noch ein bisschen Zeit hatte, guck mal, was hat sich doch gelohnt, oder? Vor allem das Zeug, was man hier kriegt. Definitiv. Ich guck mal ganz kurz, wie die anderen Schwierigkeiten gerade sind. Kann ich das nochmal machen? Ich kann es nochmal machen. Ich werde es nochmal offscreen machen, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht der Separatisten mit euch sein.